Willkommen bei Smartliste. In diesem Video besprechen wir den besten Wagenhebetest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Wagenhebetest, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Rotkraft Wagenheber. Die EH215-Buchse von Rotkraft ist das schwerste Design in unserem Kontrast mit einem Eigengewicht von 40 Kilogramm. Diese Spezialbuchse ist nicht nur ideal für den persönlichen Gebrauch. Der hochwertige, schwarz lackierte Helfer kommt in einer Werkstatt zusätzlich ganz gut zurecht. Beim Zurückziehen ist die Buchse einfach 75 mm hoch. Es ist auch für verringerte Lastkraftwagen geeignet. Wer nicht nur seine Reifen wechseln möchte, freut sich über die maximale Hubhöhe von 505 mm. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihr Auto viel genug zu erhöhen, um andere Dinge mit ihm zu tun. Der lange Pumpenstab ist mit einer weichen Anschlagsicherheit abgedeckt. Sie können den Stillhub mit dem zusätzlichen Fußpedal überbrücken. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Rotkraft Aluminium Wagenheber. Mit einer Tonnenfähigkeit von nur 1,3 Tonnen ist die Rotkraft AH135 eher für das Heben kleiner bis mittelgroßer Automobile geplant. Die schwarz lackierte Buchse pumpt diese von der Standardhöhe von 80 mm auf eine optimale Höhe von 355 mm bei nur 11 Pumparbeiten. Dank des eingebauten Griffs können Sie die hydraulische Buchse von Rotkraft einfach von A nach B bewegen. Auf der Website können Sie bequem manövrieren, die Helfer mit den 4 Kunststoffrollen an seiner Unterseite befestigt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Artikeln in unserem Kontrast ist dieser Pannenhelfer aus Aluminium gefertigt. Auf Platz 3 haben wir die BGS 1973 Hydraulische. Ob Geländewagen, mobile Residenzen, schwere und auch große Limousinen und sogar ein 7,5 Bündel LKW, die BGS 1973 hebt sie alle auf. Er ist der kleine Herkules unter den Gegenständen. Dies deutet darauf hin, dass Sie den BGS 1973 problemlos im Kofferraum verstauen und auch unterwegs als Störungshelfer nutzen können. Beim Erfassen müssen Sie einen Punkt berücksichtigen. Das Gerät hat eine Grundhöhe von 230 mm. Ihr Auto sollte daher über ausreichende Bodenfreiheit verfügen. Dazu kann die Rambuchse mit einer maximalen Höhe von 470 mm umschlossen werden. Der Stil ist stabil und auch hilfreich. Das Verfahren ist stressfrei, was absolut ein Vorteil ist, gerade bei großen und kräftigen Fahrzeugen. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Dunlop Hydraulische. Das Dunlop Design ist eine hydraulische Rangierbuchse. Nach Angaben des Herstellers können Sie dieses Produkt mit bis zu 2 Losen füllen. Den Informationen zufolge muss es machbar sein, die Buchse mit geringem Aufwand zu bedienen. Dunlop definiert die Hubhöhe für Autos oder Transporte als 13,5 bis 30,5 cm. Zusätzlich müssen Sie in der Lage sein, vollgestopfte Autos ohne Anstrengung zu heben. Mit Abmessungen von 15 x 44,5 x 21 cm und einem Gewicht von 9 kg müssen Sie die Möglichkeit haben, diese Buchse einfach überall mitzunehmen. Die einfache Bedienung dieses Modells wird ebenfalls durch die gehärteten Handling-Walzen unterstützt. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Unitec Rangierwagenheber. Der Unitec 10008 gehört zu den kostengünstigen Einstiegsversionen. Wenn Sie die Reifen nur zweimal im Jahr auf Ihrem eigenen Fahrzeug umbauen, ist dieser Pannenhelfer definitiv ausreichend. Seine 2 Schwenkrollen können 360 Stufen gedreht werden, was es Ihnen auch ermöglicht, in eingeschränkten Bereichen zu arbeiten. Zum Beispiel können Sie kleine Reparaturleistungen in der Garage bei Regen, Schnee oder anderen ungünstigen Klimabedingungen durchführen. Mit einer Belastbarkeit von 2 Losen hebt der Unitec 10008 aus hochwertigem Stahl in der Regel kleine und mittlere Autos und LKWs problemlos an. Das Szenario ist für Körper mit einem sehr hohen Gesamtgewicht unterschiedlich. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.